Ich möchte, Hagrim ist nämlich nicht so dumm, sich mit den Glafantanern anzulegen, denn das würde nur weitere Probleme bedeuten. Also ja, wenn es keinen anderen Weg reingegeben hätte, dann hätte sich Hagrim halt durch die durchgeschlagen, aber er möchte die Waldvölker nicht noch mehr provozieren. Wie kann das Volk der Tugend den Profanen und Gesetzlosen widerstehen? Wo kann die Ulme so tiefe Wurzeln schlagen, dass die Stürme sie nicht wegreißen können? Zwillingsulmen? Scanknochen. Wow, Falle. Hagrim, versuch mal dein Glück. Sehr schön. Fallen in Schärfen, Schwierigkeitsgrad 6. Das ging gut von der Hand. Oh. Schleim. Let's go. Let's go. So. Und weg mit dir. So, sehr schön. Oh. Itomak hat's umgehauen. Und sie haben die Lebenspunktewerte von den Begleitern auch weggemacht, sehe ich gerade. Ey, da spackt ein bisschen komisch rum. Schwierig. Oh. Das haben sie auch angepasst. Mit Mechanik 8 brauche ich 0 Dietrich. Mit Mechanik 7 brauche ich einen Dietrich. Ah, sehr schick. And what does the flame reveal? Noch ein Troll. Let's go. Ready, Watcher. Okay, wenn ich Angriffe gebe, dann überschreibe ich damit die KI scheinbar. Right. Korrumpierter Druide. Und da sollte ich aufpassen. Okay. Der eine kriegt von hier einen Schuss, der andere kriegt von Hagrim einen Schuss. So. Beide Druiden weg. Jetzt muss auch der Schleim weg. Sehr gut. Trank der schwachen Regeneration zu Edda und der Rest kann weg. Trank des unheimlichen Schützens zu Sagani, der Rest kann weg. Ach, Palegina hat diese Regenerationstränke. Du hast schon ziemlich viele unheimliche Schützentränke, okay. Die sollte ich, sowas sollte ich vielleicht benutzen, während ich die Kopfgeldjäger-Aufträge mache. Wo bin ich eigentlich gerade? Hier unten scheint es viel weiter zu gehen. Dann gehe ich erstmal oben lang. Beziehungsweise schleiche oben lang. Und achte auf Fallen. Ah, die Druiden haben schon ein bisschen Schaden gemacht. Okay. Ah, eine Würfegra. Das ist nicht so nett. So, der Druide ist schon mal weg. Ich könnte versuchen, die zu kontrollieren. Sehnenentzündung. Puppenspieler. Ja, hat geklappt. Ja, let's go. Aber auch nicht lange, hä? Let's go.
Okay, ich muss sagen, Sagani kann ziemlich schnell schießen. Alle noch in Ordnung soweit? Ja. Mhm. Nice and slow. Hier ist ein Tümpel mit einem Versteck. Petridot, hm? Oh, ein Waldlauerer. Und grüner Schleim. Let's go. Noch ein Waldlaurer. Was habe ich da gerade? Ach, Palegina. Na komm. Waldlaurer dürften empfindlich gegen Feuer reagieren. Du nimmst jetzt mal so einen Regenerationstrank. Und greifst den nochmal mit deinen Flammen an, wenn du dich umgehauen wirst. Okay, der Waldlaurer ist weg. Palegina hättest du ruhig mithelfen können. Naja, egal. Waldlaurer, Waldlaurer und Schleim. Siedlerpfeil. Und ich glaube, mit der anderen Rüstung war sie doch besser dran. Auch wenn die etwas komisch aussieht. Hm, hier kommt Wasser rein. Adra, okay. Hier ist wieder was an die Wand gekritzelt. Oder irgendwas. Die Wilden sammelten sich mit ihren Pfeilen, Schwertern und Speeren an den Toren. Und sehnten sich nach Eroberung und Plünderung. Ihre Häuptlinge und Krieger hatten weder Furcht vor der Rache der Götter, noch vor der Rache ihrer Feinde. Der Tod würde für sie keine Strafe sein, okay? Und damit sind wir wieder im Kreis gelaufen. Gut, das heißt, mal kurz auf die Karte gucken. Wir können jetzt dann in den Raum versuchen einzubrechen. Mit einem Dietrich sollte das ja okay sein. Ich habe ja, wie viele Dietriche? 49, mehr als genug. Vorher war das wirklich übertrieben, dass man so viele Dietriche gebraucht hat, um ein Schloss zu knacken. Jupp. Mechanik 7. Ein Dietrich. Du benötigst... Dietriche benötigt 1, Gruppendietriche 49. Möchtest du das Schloss knacken? Ja. Finished. Okay. Das sieht nach einem interessanten Ort aus. Was ist jetzt los? Oh, ich habe doppelt schnell gespeichert. Ja, okay. Animaten. Oh, okay. Be cautious. Be constant. Animaten sind zum Glück kein so großes Problem eigentlich. Ja, ich kann sogar einen übernehmen, das hilft mir. Na, Selbstverteidigung hilft irgendwie nicht ganz so. Die stehen trotzdem alle noch doof rum. Ich muss mal gucken, was passiert, wenn ich sie auf Passiv setze. So. Das mache ich am besten gleich mal bei allen. Nicht passiv. Passiv macht ja gar nichts. Defensiv. Oh, und auch beim Tierchen defensiv.
Du bist jetzt auch defensiv. Du bist auch defensiv. Du bist defensiv. Du bist defensiv und Itomak ist defensiv. Und du bist auch defensiv. So. So, dann gucken wir mal erstmal, was die so hatten. Irgendwie tarnischer Dolch und Schild. Und Animatenzeug. Ewige Streben nach Nation und Gold. Sie waren unbarmherzig und furchtlos. Winziger Animatenbegleiter und Suras Abendmahlteller. Zurückschlagen, wenn von einem Nahkampfangriff getroffen worden. Plus Schildabwehr. Aha. Ist nicht besonders gut, aber es ist eine magische Sache. Also nehmen wir den mal mit. Und du kannst ruhig mal das hier auf Palegina wirken, dass sie sich ein bisschen heilt. Wurde das auch geändert? Ermöglicht es, einen kleinen Teil der Gesundheit des Verbündeten zu heilen. 19% werden geheilt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das haben sie auch angeglichen. Oh. Aber du bist dafür aus der Tarnung raus. Hm. Gut, das heißt, hier haben wir alles gesäubert. Da kommen wir nicht mehr so einfach rüber. Da müssen wir wahrscheinlich einfach außen rum gehen. Itomak schleicht vor. Korrumpierter Druide. Und noch mehr Pöfgener. Okay, sieht schon mal ein bisschen besser aus. Aber auch nicht wirklich. Trink mal so einen Regenerationstrank. Okay, der wirkt nicht mehr, weil wir nicht mehr im Kampf sind. Sehr schön. Erwecktes Adra-Trank des Bollwerks gegen Elemente. So einen hast du. Du hast die Regenerationstränke. Alles andere kommt weg. Oh. Noch mehr korrumpierte Druiden. Pykos konnte mit ihren Häuptlingen niemals eine Übereinkunft treffen. Wie kann ein Volk die Ordnung finden, wenn die Dunkelheit nie mehr bringt als eine Karte von Sternen am Himmel? Okay. Let's go. Noch ein korrumpierter Druide weniger. Und noch ein korrumpierter Druide weniger. Hier sieht es eigentlich so aus, als ob hier ein Gang wäre. Also hier ist eine Treppe auf jeden Fall, aber hier ist nichts. Blutstein. Ist ganz schick. Niemals der Geist und immer das Fleisch sind ein Volk der gesenkten Augen. Mhm. Oh. Eine natürliche Höhle mit Sporen. Okay. Your thoughts must flow deeply indeed. Ready, Watcher. Schießen wir mal so einen Spürling an, hier unten. My bow's ready. Dass nur die Jungs kommen. Mist. Jetzt kommen auch noch die anderen. Gefolgsmannszeittag? Achso, haben wir einen neuen Tag erreicht. So, das sind einige Gegner, also kannst du da ruhig mal... Machst du eigentlich Verbot? Ja, machst du.
Ja. Gut. Sporen. Mhm.